Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrunner Podcast. Diese Folge ist genau richtig für dich, wenn deine To-Do-Liste immer länger wird, du nicht weißt, was dich wirklich weiterbringt und du mit deinem Business in den letzten 6 Monaten irgendwie gar nicht vorwärts gekommen bist. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach 6-stelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in meine Essentials-Methode. Du erfährst, wie du zur wahren Unternehmerin wirst und dir ein profitables Business aufbaust. Dadurch kannst du einen Beitrag leisten, Großes bewirken und die Welt zum Guten verändern. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Bei Schiebrunner starten wir jede Woche mit einem Team-Meeting und in unserem Team-Meeting geht es unter anderem darum, unsere Aufgaben für die jeweilige Woche zu priorisieren. Und wenn wir mit unserem Business weiterkommen wollen, dann ist es super, super wichtig, dass wir unsere Aufgaben priorisieren. Und ich mache das einmal für mich und wir machen das auch einmal im Team, damit wir gut aufeinander abgestimmt auch arbeiten und damit wir unsere Ziele auch erreichen. Das heißt, ich priorisiere meine Aufgaben jede Woche und das mache ich entweder an einem Sonntag oder am Montag, bevor ich in den Arbeitstag starte. Und dann mache ich das jeden Tag nochmal neu, damit ich die wirklich wichtigen Dinge auch erledige. Denn manchmal ist es so, dass ganz unerwartet wieder Dinge dazwischen kommen und ich es dann eben nicht schaffe, das zu erledigen, was ich mir vorgenommen habe. Also manchmal ist es vielleicht irgendwie ein Notfall in Anführungsstrichen, wenn ich mit Kuka zum Tierarzt muss oder so. Oder vielleicht sind es auch irgendwelche technischen Herausforderungen, die niemand sonst im Team lösen kann, wo ich dann einmal einspringen muss oder wo ich im Team nochmal jemanden unterstützen muss, weil es zu irgendeiner Aufgabe noch eine Frage gibt. Also es gibt immer wieder Dinge, die dazwischen kommen und mich davon abhalten, eben das zu erledigen, was ich eigentlich erledigen wollte. Und aus diesem Grund priorisiere ich meine Aufgaben eben jeden Tag nochmal neu. Und das ist gar nicht so einfach. Und manchmal merken wir erst, dass wir priorisieren müssen, wenn uns etwas dazwischen gekommen ist und wir merken, oh mein Gott, da ist eine Deadline und die muss ich unbedingt einhalten. Was kann ich jetzt noch tun, damit ich das wirklich schaffe? Und genauso ging es in den letzten Wochen auch einer Teilnehmerin, die wir aktuell im Academy Bootcamp mit Mentoring betreuen. Sie hat leider Corona bekommen und lag dann total flach und konnte sich nicht um die Aufgaben kümmern, die im Bootcamp anstehen. Und wenn du das Bootcamp kennst, dann weißt du, dass wir Woche für Woche im Mentoring neue Aufgaben freischalten und die Teilnehmerinnen da Schritt für Schritt auch durchbringen, damit sie am Ende Kundinnen, auch für ihr Programm, das sie im Rahmen des Bootcamps entwickeln, gewinnen. Und wir haben da eine gemeinsame Bewerbungsphase. Das heißt, wir von Schiebrunner bewerben die Programme von den Teilnehmerinnen. Und deswegen ist es den Damen im Bootcamp natürlich auch besonders wichtig, dass sie die Deadlines einhalten, damit sie eben bei der Bewerbung mit dabei sind. Denn da können wir nicht auf jeden Einzelnen eingehen, sondern haben dann eine Landingpage, auf der wir alles bewerben. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass man einfach mit anderen Teilnehmern dann auch nochmal kooperieren kann. Das heißt, die Teilnehmerin, von der ich gerade spreche, hat sich dann natürlich darüber Gedanken gemacht, ob sie wirklich alles schaffen kann und hat es nicht geschafft oder hat sich schlecht gefühlt, sich auszukurieren.
strukturieren, einfach mal nicht zu machen, weil sie eben gesehen hat, oh mein Gott, die Aufgaben werden nicht weniger, es werden mehr und noch neue Wocheninhalte werden freigeschaltet. Die anderen Teilnehmerinnen haben ihre Fortschritte gepostet und sie ist nicht mitgekommen. Und glücklicherweise, und dazu laden wir im Bootcamp natürlich auch immer ein und weisen auch extra darauf hin, hat sie uns ihre Sorgen mitgeteilt und ja, auch uns gesagt, wie sie sich gerade fühlt. Und was total schön war, ist, dass alle Frauen aus der Community ihr gesagt haben, dass sie sich erstmal ausruhen soll und dass sie die Aufgaben erstmal beiseite lassen soll. Und das habe ich dann natürlich auch nochmal bestätigt, denn es ist total wichtig, dass wir uns auskurieren und dass wir einen klaren Kopf haben, um die Aufgaben umzusetzen. Und ich habe ihr gesagt, dass sie die Aufgaben trotzdem schaffen wird, beziehungsweise viel leichter schaffen wird, wenn sie sich natürlich auch erstmal hinsetzt, beziehungsweise auskuriert, ja, und erstmal hinsetzt und nichts macht und wirklich ja, wie dafür sorgt, dass es ihr wieder gut geht. Und warum habe ich gesagt, dass sie die Aufgaben trotzdem schaffen wird? Eins habe ich gelernt in den letzten Runden. Also wir machen das Bootcamp ja jetzt zum 5. Mal schon. Und das kenne ich natürlich auch von mir selbst. Wir können so viel mehr schaffen, als wir denken. Wenn wir eine Woche Zeit haben für eine Aufgabe, dann brauchen wir dafür auch eine gesamte Woche. Also je mehr Zeit wir zur Verfügung haben, desto mehr Zeit nutzen wir eben auch, weil wir dran rumbasteln, weil wir in unserem Perfektionismus feststecken und denken, oh mein Gott, hier muss ich noch die Schrift anpassen oder den Text kann ich noch ein bisschen umformulieren oder keine Ahnung, ich probiere die Grafik nochmal mit einer anderen Farbe, vielleicht sieht es dann besser aus. Und wenn wir dann aber für die Aufgabe nur einen Vormittag zum Beispiel haben, dann schaffen wir das auch. Und dann wissen wir eben auch ganz genau, an welchen Stellen wir nachjustieren müssen. Ne, du kennst das vielleicht auch von dir, oh mein Gott, ich habe es nicht geschafft, meinen Koffer für den Urlaub oder so zu packen oder habe nicht alle Sachen geschafft, die ich vor dem Urlaub erledigen wollte. Und dann priorisierst du ganz automatisch, je nachdem, was dir eben wichtig ist. Also räumst du noch die Wohnung auf, stellst du den Geschirrspüler noch an zum Beispiel, oder ziehst du die Bettwäsche noch ab? Also du priorisierst dann automatisch. Und im Business ist es eben ganz wichtig, dass wir einfach gucken und auch lernen zu priorisieren. Und wie das geht, beziehungsweise wie ich das mache, das werde ich dir heute erzählen. Aber an der Stelle wollte ich noch ganz kurz das Parkinson'sche Gesetz einmal teilen mit dir. Das kennst du vielleicht, ne? Es gibt dieses Gesetz, das besagt, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und auch bei mir sehe ich das immer wieder, wenn ich 3 Tage für eine Präsentation habe, dann brauche ich dafür auch 3 Tage. Wenn ich am Ende nur eine halbe Stunde dafür zur Verfügung habe, dann kriege ich das auch irgendwie hin oder einen halben Tag, je nachdem, was es natürlich ist, ne? Dann habe ich natürlich nicht so viel Zeit darum rumzubasteln, aber ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Also Deadlines funktionieren. Und deswegen haben wir die natürlich auch im Bootcamp mit Mentoring eingefügt, denn wir wissen, dass wir einfach so viel mehr schaffen können. Und auch wenn mal eine Woche, ne, wenn jemand mal eine Woche oder vielleicht auch 2 Wochen ausfällt oder nicht ganz auf dem Damm ist, dann kriegen wir das trotzdem hin. Denn die Dinge, die wir im Bootcamp zum Beispiel als Aufgaben hinterlegt haben, da haben wir überall Vorlagen für und das geht relativ schnell, das umzusetzen. Und die einzige Person, die uns da im Weg steht, sind wir selbst. Und das meine ich natürlich nicht nur in Bezug auf das Bootcamp, sondern das gilt für jeden von uns im eigenen Business. Und das Gute ist, ich kann mir gut eigene Deadlines setzen. Und das schaffen die meisten nicht, denn die meisten Selbstständigen, die beschäftigen sich mit den falschen Aufgaben. Ja, und das sehe ich immer wieder. Und es ist auch verständlich, ne? Denn wenn wir keine Deadlines haben, dann ja, tun wir einfach all die Dinge, von denen wir denken, sie könnten uns helfen. Und
Und da draußen gibt es ja auch super viele Dinge, die auf uns warten. Also wenn wir einmal auf Facebook oder Instagram oder so unterwegs sind, dann werden wir mit Werbeanzeigen bombardiert, die uns alle zeigen, was wir für unser Business brauchen, damit wir endlich Geld verdienen und Kunden gewinnen. Ne? Da brauchen wir Stories, die verkaufen. Wir müssen lernen, wie man richtig verkauft oder wie man in Stories verkauft. Wir müssen Reels machen, also müssen in Anführungsstrichen. Wir müssen lernen, wie man Reels macht. Wir müssen unbedingt auf Videos setzen. Die anderen zeigen dir, dass du unbedingt einen Blog brauchst oder einen Podcast starten musst oder du unbedingt auf TikTok sein musst. Andere sagen wieder, okay, ne, du brauchst unbedingt einen E-Mail-Funnel und einen aufgezeichneten Online-Kurs, den du dann über automatisierte Webinare verkaufen kannst und so weiter und so weiter und so weiter. Du weißt, auf was ich hinaus will. Das Wichtigste ist immer, was sind meine Ziele und was sind die Aufgaben, die mich meinen Zielen eben näher bringen? Und aus Erfahrung weiß ich, dass wir uns eher mit Aufgaben beschäftigen, die uns leicht fallen oder die wir eben gern machen. Also Aufgaben, wo wir einfach wissen, wie es funktioniert, wo wir automatisch handeln, wo wir automatisch umsetzen und das Gefühl haben, ja cool, hier kann ich ein Ergebnis kreieren. Und Aufgaben, bei denen wir nicht wissen, wie wir sie umsetzen sollen, die prokrastinieren wir ohne Ende. Ja, so wird zum Beispiel statt einer Landingpage am Logo rumgebastelt oder anstatt das Angebot zu finalisieren, wird lieber eine Grafik erstellt für Social Media. Je nachdem natürlich, was dir leichter fällt oder was dir eben mehr Spaß macht, ja. Die anderen bauen zum Beispiel lieber eine Landingpage, statt Texte zu schreiben, ja. Und auch bei mir ist es so, also ich bin nicht jemand, die gerne Texte schreibt und mir fällt es auch relativ schwer, Content zu erstellen. Deswegen liebe ich es zum Beispiel, dass ich, wenn ich Fragen beantworten kann, also ich liebe es, Fragen zu beantworten, das fällt mir sowas von leicht, aber wenn du mir sagst, okay, Tanja, setz dich jetzt mal hin und überleg dir mal einen Text, den du, keine Ahnung, da und da schreiben kannst, dann fällt mir das extrem schwer. Also ich plane lieber, ich analysiere lieber, ich optimiere lieber, ich schaue mir Strategien an und gucke, welche wir davon implementieren oder auch testen können. Das sind die Dinge, die ich super gerne mache und natürlich arbeite ich total gerne mit unseren Kundinnen zusammen. Das sind die Dinge, die mich eben auch die mich erfüllen und wo ich denke, ja cool, alles klar, hier kann ich mein Potenzial auch ausleben. Aber das sind nicht unbedingt die Aufgaben, die uns immer weiterbringen. Denn wenn wir nicht umsetzen oder wenn kein Content von mir kommt, dann ist unser Content generisch oder dann wäre unser Content halt zu generisch. Und mir ist es eben total wichtig, dass wir über Dinge sprechen, die ja bei Schiebrunner passieren, die ich gelernt habe, die unsere Kundinnen erfolgreich umsetzen, die unsere Kundinnen weitergebracht haben etc. Ja? Und trotzdem erlege ich eben, wie gesagt, auch Dinge, die ich nicht so gerne mache, denn wenn die Dinge auf unserem Jahresplan stehen, dann finden sie eben auch statt. Und das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn du im Team arbeitest. Also wenn die Deadline steht und ich diese Deadline in Form unseres Jahresplans ans Team kommuniziert habe, dann findet das Ganze natürlich auch statt. Und wenn du noch kein Team hast und wenn du nicht in so einem Kurs wie zum Beispiel dem Bootcamp bist, dann ist es eben notwendig, dass du dir deine eigenen Deadlines setzt. Und hier kann ich auch noch ganz kurz berichten. Eine Sache, die mir immer geholfen hat, war wirklich Deadlines an die Community zu kommunizieren und zu sagen, hey Leute, dann und dann findet mein Webinar statt und dann gab es eben kein Zurück mehr. Also vielleicht hilft dir das auch. Jetzt möchte ich aber mit dir darüber sprechen, wie du richtig priorisierst, beziehungsweise wie ich priorisiere und damit mein Business auch Schritt für Schritt weiterentwickle. Und den ersten Punkt, den haben wir gerade schon angesprochen und der ist auch die Grundlage für meine Priorisierung. Und zwar ist das der Jahresplan.
Und den Jahresplan, den haben wir jetzt erstellt. Lina, meine Business und Operations Managerin, war letzte Woche hier bei mir auf Fuerteventura und wir haben unseren Jahresplan für 2023 erstellt, schon die Termine festgelegt, manche schon detailliert, manche noch ein bisschen grob. Und manche sind auch optional, je nachdem, wie das nächste Jahr läuft, können wir dann zum Beispiel auch Dinge streichen. Also diesen Jahresplan, an dem halten wir fest, daran halten wir uns, außer natürlich an die Dinge, die wir dann optional eingetragen haben. Und dieser Jahresplan, das ist für mich der erste Schritt. Und wenn du einen Jahresplan hast, dann gibt dieser dir auch wirklich Orientierung. Wenn du dich natürlich dran hältst, ne, das ist die andere Sache. Denn wenn du erst gar nicht weißt, was du als nächstes machen sollst, dann machst du hier ein bisschen und da ein bisschen und kommst nicht voran. Ja, und dann kümmerst du dich eben um die Aufgaben, von denen ich eben gesprochen habe. Die, die dir leicht fallen, die dir Freude bereiten, ne? Da, wo du deine Stärken hast. Aber Dinge, die dein Business voranbringen, die schiebst du eben vor dir her, weil du zum Beispiel nicht weißt, wie du es richtig machen sollst oder was der nächste Schritt ist. Das heißt, dir fehlt bei diesen Aufgaben die Klarheit. Und wenn du dir die Klarheit nicht zum Beispiel dazu kaufst, zum Beispiel durch einen Experten oder eine Expertin natürlich oder irgendeinen Kurs oder sowas, den du machst, den du folgen kannst, um zum Beispiel, sagen wir, ne, du willst eine Landingpage erstellen, du hast gar keine Ahnung, wie man eine Landingpage erstellt, dann fängst du halt nicht an, weil du eben genau weißt, okay, ich weiß eh nicht, was ich machen soll, warum soll ich denn jetzt eine Landingpage erstellen? Na, wenn du dann aber einen Kurs hast, der dich zum Beispiel Schritt für Schritt durchführt, wie man so eine Landingpage erstellt, dann fällt es dir viel, viel leichter, dieses Projekt Landingpage jetzt als Beispiel auch tatsächlich anzugehen. Ja? Oder wenn du sagst, okay, in der Academy zum Beispiel haben wir im letzten Quartal eine Launch-Challenge durchgeführt und das Ziel war, zum Beispiel einen Webinar-Launch durchzuführen. Und dann ist es natürlich wichtig, da nochmal zu gucken, okay, wann findet dieser Webinar-Launch statt? Und was sind die Dinge, die ich dafür tun muss? Und dafür erstellen wir dann zum Beispiel Projektpläne und zeigen auch unseren Kundinnen in der Academy, wie sie ihren eigenen Projektplan eben erstellen. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass ich eine Aufgabe nicht umsetze, dann weiß ich ganz genau oder ich kann dann eben fragen, okay, woran liegt es? Fehlt mir die Expertise? Habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug? Oder fehlt mir irgendetwas anderes, wie zum Beispiel die Zeit, um die Aufgabe umzusetzen? Und auf der Basis kannst du dann eben gucken, okay, brauche ich Hilfe von jemandem? Muss ich irgendwie einen Experten hinzuziehen? Oder muss ich vielleicht meine Aufgaben einfach anders priorisieren, damit ich es schaffe, eben diese Aufgabe auch tatsächlich zu erledigen? Also ich hoffe, das war verständlich. Also der Jahresplan ist, wie gesagt, immer die Grundlage. Und hier geht es darum, was wir machen, sind wirklich pro Quartal gibt es 1 bis 2 umsatzbringende Maßnahmen und das ist so die Basis, ja. Also alles, was uns Geld bringt, hat Priorität einfach, ja. Also das heißt, wir haben zum Beispiel unseren Bootcamp-Launch und der steht dann im Fokus oder das Bundle oder die Summit, die jetzt kommt. Also je nachdem, was es gerade ist, ja, das sind die Aufgaben, die im Fokus stehen und die stehen meistens bei mir im Fokus, weil ich dafür verantwortlich bin natürlich, dass wir verkaufen, dass bestimmte Dinge einfach erledigt werden, damit wir die Möglichkeit auch haben, unsere Angebote zu verkaufen und Geld zu verdienen. Das heißt, alles, was Geld bringt, wird priorisiert. Denn wenn etwas kein Geld bringt, dann müssen wir uns damit auch nicht beschäftigen, außer es zahlt darauf ein, dass es zukünftig Geld bringt. Und das ist aber nochmal eine andere Sache, wo wir einfach nochmal auch realistisch drüber nachdenken müssen, ob das jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt relevant ist. Denn es gibt ganz viele Dinge, die wir zukünftig tun können. Aber der erste Schritt ist wirklich erstmal zu gucken, okay, funktioniert die Basis? Und wenn die Basis funktioniert, dann kann man an bestimmten Stellen optimieren. Aber wir können nicht
alles machen, was da draußen irgendwie uns erzählt wird. Ja, das heißt, eine simple Strategie, die uns dabei hilft, unser Angebot zu verkaufen, das sollte erstmal Voraussetzung sein. Und wenn du das hast, kannst du immer noch gucken, wie kann ich das, was ich jetzt schon erarbeitet habe, noch besser machen? Also was funktioniert noch nicht gut? Und da guckst du zum Beispiel dann, okay, ich habe ein Webinar gemacht und da hat niemand gekauft. Ja, das heißt, du hattest vielleicht Teilnehmer, aber die haben nicht gekauft. Das heißt, da kann man noch mal gucken, wo man optimieren kann. Oder wenn du keine Teilnehmer hattest, ist das eine andere Baustelle, wo man optimieren kann. Das heißt, du musst immer selber schauen, was will ich denn eigentlich erreichen und wo an diesem wichtigen Prozess, diesem Verkaufsprozess, muss ich noch nachjustieren. Aber dieser Verkaufsprozess, der sollte bei dir im Fokus stehen und das tut er bei den allermeisten Leuten nicht. Die beschäftigen sich hier und da mit Sachen, die dann komplett isoliert stehen und die bringen dich eben nicht weiter. Ja, das heißt, Jahresplan und wirklich die Frage, was bringt dir Geld. Und das sind die Sachen, die fokussiert umgesetzt werden. Und dann haben wir natürlich auch noch, je nachdem, wo du mit deinem Business stehst, was hast du deinen KundInnen versprochen? Also wenn wir ein Produkt verkauft haben, dann ist es für uns Priorität, dieses Versprechen auch einzuhalten. Das heißt, dass die Boni ausgeliefert werden, dass der Support stattfindet, dass die Kunden betreut werden, also dass all die Dinge, die wir versprochen haben, auch wirklich stattfinden. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ich weiß, dass das viele leider nicht machen. Und deswegen möchte ich dir das einfach auch nochmal mit auf den Weg geben, denn das ist einfach auch eine absolute Priorität in deinem Business. Und wenn es jetzt darum geht, ach Mensch, ich würde gerne einen Podcast starten, dann würde ich mir immer überlegen, okay, ist das etwas, was ich meinen Kunden versprochen habe? Nee. Ist es etwas, was Geld bringt? Vielleicht. Und da kommt es dann eben drauf an, wo du gerade mit deinem Business stehst. Ja? Hilft dir der Podcast dabei, neue E-Mail-Abonnenten zu gewinnen? Ja oder nein? Ja, könnte sein. Ne? Wenn dein E-Mail-Marketing-System aufgestellt ist, wenn du E-Mail-Serien eingerichtet hast, wenn du Freebies hast, auf die du in deinem Podcast verweisen kannst, dann könnte es durchaus Sinn machen, deinen Podcast zu launchen, ja, und dich darauf auch zu fokussieren. Wenn das alles noch nicht da ist, macht es vielleicht gar keinen Sinn, das zu machen, denn du willst die Leute irgendwo hinleiten, damit dir dein Podcast eben auch was bringt, denn du machst diesen Podcast nicht einfach nur so, sondern es geht immer darum, auch dein Publikum aufzuwärmen, Leads zu generieren, auch aufzuzeigen, dass du die Richtige bist, um deinem Publikum eben auch zu helfen, deine Expertise zu zeigen, um all diese Dinge geht es und das ist extrem wichtig und wird ganz, ganz oft einfach vergessen, wenn man sagt, hey cool, ich will auch einen Podcast haben, das ist ja mega genial, aber du solltest deinen Podcast auch strategisch einsetzen, ja, also das mal als Beispiel für die Aufgabe, was bringt Geld, ja, und wenn du Prozesse hast, die oder Strategien hast, die oder ja eine Verkaufsstrategie im Prinzip hast, die funktioniert, dann kannst du die optimieren und deine Verkaufsstrategie oder Sales und Market oder Marketing und Sales Strategie gehört zu den wichtigsten Prozessen in deinem Business und darauf solltest du dich funktionieren. Das ist das, was Geld bringt und das ist das zum Beispiel auch, was wir unseren Kundinnen in der Shepreneur Academy auch eintrichtern, ne? Und dann so Aufgaben wie, ach, jetzt will ich mal einen Podcast starten oder ich würde gerne an meiner Marke arbeiten oder ich würde jetzt gerne meine Webseite designen lassen. Das sind alles Dinge, die dir nicht unbedingt Geld bringen und auch am Anfang nicht wichtig sind. Also ne, da muss man immer auch gucken, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, ist das jetzt wirklich die richtige Aufgabe, die ich angehen soll. Also ich hoffe, das ist hilfreich und dann habe ich noch einen anderen Punkt, einen letzten Punkt und dann gibt es natürlich noch andere Deadlines. Ne? Es gibt Deadlines, die uns von anderen gesetzt werden und die wir keinesfalls
verpassen dürfen. Und dazu gehört zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung oder alles, ne, was mit dem Thema Steuern und sowas zu tun hat. Super, super wichtig. Das sind Sachen, die uns dann eben auch leichter fallen zu priorisieren, weil uns da jemand eben eine Deadline gegeben hat. Ja, das heißt, wenn du auch lernst, selbst deine eigenen Deadlines einzuhalten, dann wirst du viel leichter und viel besser vorwärts kommen mit deinem Business und du wirst auch viel, viel leichter Geld verdienen. Ja, ganz, ganz wichtig. Genau, also das war so das, was ich dir in dieser Podcast-Folge einmal mitgeben wollte. Und wenn du Lust hast, dich von mir und meinem Team unterstützen zu lassen, dann hast du mehrere Möglichkeiten sogar noch in diesem Jahr. Denn das Academy Bootcamp gibt es auch in einer Selbstlernvariante. Da kannst du Schritt für Schritt dein erstes Online-Programm selbst umsetzen und dafür KundInnen gewinnen. Also wir nehmen alles raus, wo du selber priorisieren musst. Also wir übernehmen dort die Priorisierung für dich und du musst nur die Deadlines einhalten. Super, super cool. Und in der Mentoring-Variante checken wir auch, dass du deine eigenen Deadlines, dass du die von uns gesetzten Deadlines beziehungsweise auch einhältst und die nächste Mentoring-Variante nächste Mentoring-Runde so rum, die findet wieder statt im Winter, also im Januar wahrscheinlich. Genau. Und wenn du Lust hast, dein Jahr 2023 gemeinsam mit mir zu planen, dann hast du die Möglichkeit, hier das Ganze mit mir auf Fuerteventura zu machen, denn ich checke gerade, wer Interesse hätte, mit mir die Jahresplanung zu machen, also eine kleine, feine Gruppe. Und wir mieten uns hier in ein wunderschönes Hotel ein und planen gemeinsam das Jahr 2023. Und da hast du die Möglichkeit, natürlich auf meine komplette Expertise zurückzugreifen. Wenn das für dich von Interesse ist, dann guck unbedingt in die Shownotes. Da gibt's ein Formular, wo du dich ganz unverbindlich erstmal anmelden kannst. Das Ganze wird voraussichtlich im Dezember 2022 stattfinden. Und wie gesagt, hier auf Fuerteventura. Und da machen wir dann die ganze Jahresplanung gemeinsam. Da habe ich auch super viel Bock drauf. Und vielleicht ist das eine oder andere ja was für dich. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Priorisieren. Ich hoffe, du hast jede Menge für dich mitgenommen. Wenn es noch eine offene Frage gibt, stell sie mir gerne. Und wenn du eine Frage oder ein Wunschthema auch für den Podcast hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@chipreneur.de. Ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge und ich wünsche dir eine richtig tolle Restwoche. Bis dahin, tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@chipreneur.de. Und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, bleib dran, denke groß und bring deinen Impact in die Welt.